Sebastian Palz leidet an Reflux, seit 10 Jahren nun schon. Egal, was er isst oder trinkt, jedes Mal steigt Magensäure nach oben. Das ist unangenehm und schmerzhaft. Seit der 32-Jährige regelmäßig sogenannte Protonenpumpenhemmer einnimmt, geht es ihm viel besser. Also ich nehme das Omeprazol jetzt einmal täglich, also morgens nach dem Aufstehen. Und muss sagen, dass ich dadurch jetzt nahezu beschwerdefrei bin. Also Kleinigkeiten, kleines Sodbrennen hat man immer mal, auch ohne Reflux. Aber im Vergleich zu vorher ist es ein enormes Plus an Lebensqualität, kann man eigentlich schon sagen. Protonenpumpenhemmer, landläufig auch als Magensäureblocker bekannt, gehören zu den am häufigsten verordneten Medikamenten weltweit. Viele nehmen sie gegen gelegentliche Magenschmerzen und Sodbrennen ein. Also wir haben ja seit über 25 Jahren diese Medikamente. Sie sind sichere Medikamente, sind effektive Medikamente, aber sie werden offensichtlich zu Krankheiten oder Beschwerden verordnet, die nicht unbedingt mit diesen hocheffizienten Therapeutika behandelt werden müssten. Dadurch entsteht eine Überversorgung. Und sie sind freiverkäuflich. Nun die Meldung, Protonenpumpenhemmer können Demenz auslösen. Patienten sind verunsichert. Wir haben hier in der Klinik Patienten in der Zwischenzeit gesehen, die aufgrund der Panikmeldungen, sage ich jetzt mal, diese Medikamente machen dement, sie abgesetzt haben und prompt eine gastrointestinale Blutung, 2 davon lebensbedrohlich erlebt haben. Deshalb sollte man die Protonenpumpenhemmer keinesfalls von einem auf den anderen Tag absetzen. Mediziner raten, wer nur ab und zu unter Sodbrennen oder einem Reizmagen leidet, braucht die Medikamente gar nicht. Jede Einnahme muss gut begründet sein, auch wegen der auf den ersten Blick besorgniserregenden Studienergebnisse. Es gibt ein etwas höheres Demenzrisiko bei denen, die Protonenpumpenhemmer genommen haben. Aber die Beobachtungsstudie allein rechtfertigt überhaupt nicht, einen individuellen Patienten heute von seinen Protonenpumpenhemmern runterzunehmen, sofern er sie wirklich braucht. Sebastian Palz ist so ein Patient. Er profitiert von den Protonenpumpenhemmern, kann endlich wieder unbeschwert essen und trinken. Angst vor einer Demenz hat er nicht.